Wie man gerade schon unschwer sehen konnte, bin ich vom Campingplatz losgefahren, gerade noch schnell bezahlt und ausgecheckt und mache mich jetzt gerade auf den Weg Richtung Norden wieder, also quasi schon Richtung Heimat, entlang am Gardasee auf der Westseite und die ist hier am nördlichen Ende durchzogen von Tunneln. Sieht schon interessant aus auf jeden Fall und immer diese Fenster an der Seite, wo man in den See sehen kann und zwischen den Tunneln mal so ein kurzer Lichtblick, wo ich jetzt auch gerade bin und mal kurz eingeparkt habe. Ich werde gleich wieder weiterfahren, direkt in den nächsten Tunnel. Da ist gar nicht so viel Platz, da kommt der nächste. Ich kann die GoPro mal ein bisschen mitlaufen lassen, gleich noch während der Fahrt. Aber dann geht es erstmal wieder Richtung Alpen jetzt. Ganzes Ende weitergefahren, bin jetzt auch schon wieder in Südtirol angekommen. Das Problem ist leider, am Gardasee und auch sonst kann man häufig nicht anhalten, weil entweder sind keine Parkplätze da oder die paar, die da sind, sind schon leider belegt. Das ist ein bisschen schade, aber ich hätte gerne noch mal angehalten. Ich hätte auch gerne mal Öl gekauft, weil da waren mehrere Ölmühlen. Naja, auf jeden Fall jetzt hier Südtirol. Genau gesagt an der Südtiroler Weinstraße. Wie man im Hintergrund sieht, das sind alles Weinfelder. Riesengroß. Ich brauche jetzt zu meinem Campingplatz noch 15 Kilometer, glaube ich. Sieht sehr voll aus. So, wie man wahrscheinlich von der letzten Aufnahme sehen konnte, bin ich wieder bergab gefahren plötzlich. Also ich bin ja vorher zum Reschensee hochgefahren, direkt in den Ort. Da waren auch zwei Campingplätze, allerdings waren beide voll. Darum bin ich wieder zurückgefahren, bergab nach Marsel, das ist glaube ich der Ort hier, wo ich jetzt bin. Weil hier ist auch ein Campingplatz und der hatte natürlich noch was frei. Jetzt stehe ich hier mit Bergpanorama, wie man gerade schon sehen konnte, und gehe nochmal eben in den Ort. Wahrscheinlich hole ich mir eine Pizza, wenn es die irgendwo gibt. Ich meine, es ist der letzte Abend in Italien. Also hier in dem kleinen Dorf Mals habe ich noch eine Pizzeria gefunden tatsächlich. Pizzeria Lampe. Lampe? Ich glaube, so eine Art. Hab den letzten Tüten noch bekommen, direkt neben der Bar. Und ey, die Pizza war mega. Also, das ist halt wirklich richtig gut in Italien. War sehr lecker. Und ich gehe noch ein bisschen runter durch das Dorf jetzt, Richtung Campingplatz wieder. Also für den letzten Tag oder letzten Abend in Italien. Wunderschön, ey. Weil mein Plan ist jetzt, ich gehe zum Auto zurück. Wahrscheinlich werde ich auch bald schlafen. Damit ich dann ein bisschen Energie habe morgen für die Rückfahrt, weil das waren ja auch nochmal 11, 12 Stunden. Und dann werde ich hier losfahren, am Reschensee anhalten und noch ein bisschen filmen. Und mir den nochmal angucken, den Kirchturm, der da im Wasser steht, weil er damals überflutet wurde. Ja, und dann schnell durch Österreich und dann Richtung Heimat. Und das waren dann fast anderthalb Wochen. Krass, wie die Zeit vergeht. Aber es kommt mir fast länger vor, weil ich so viel gesehen habe. Einfach Wahnsinn. Es hat sich echt gelohnt. So, das war die letzte Nacht im Auto. Vermutlich, also geplantermaßen. Sieht jetzt gerade schon ein bisschen ordentlich aus, weil ich gerade schon wieder im Rückbau bin, quasi zum Fahrmodus. Aber ja, ich frühstücke jetzt noch, war gerade schon duschen.
dann den Rest einpacken und dann geht's los. Richtung Heimat. Doch, war schön. Die letzte Nacht vor allem aufgewacht mit dem Panorama. Man kann schlechte Orte haben, um morgens aufzuwachen, auf jeden Fall. Ich bin jetzt ganz kurz vorm Reschenpass am Reschensee. Passend. Und ist eigentlich ziemlich bekannt dafür, für den Kirchturm, den man gerade gesehen hat, der einfach im Wasser steht. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Also der See, der Stausee, entstand wohl im 20. Jahrhundert. Und da wurde halt der Kirchturm überschwemmt. Den kann man wohl im Winter sogar trockenen Fußes erreichen, wenn der See zufriert. Und laut einer Sage sollen wohl die Kirchenglocken dann auch zu hören sein, wie sie noch läuten. Obwohl keine mehr drin hängen. Naja, ich drehe jetzt eine kleine Runde um den See, beziehungsweise um den abgesperrten Teil rund um den Kirchturm. Ja, und dann habe ich eine Stunde Zeit dafür und dann geht's weiter mit dem Auto. Das funktioniert ja richtig gut mit dem Losfahren. Ich bin jetzt 10 Minuten unterwegs, glaube ich. Irgendwo in Österreich. Und Stau. Also da vorne ist ein Achtungsschild, dass eine Ampel hinter der nächsten Kurve kommt. Aber warum die jetzt alle so lange hier stehen, kann ich auch nicht antworten, weil ich stehe schon seit 5 Minuten, glaube ich, jetzt hier. Und warte. Die Straße ist anscheinend auch nicht gesperrt, weil Gegenverkehr kommt ab und an noch durch. Und hinter mir die Autoschlange wird, ja, die Autoschlange hinter mir wird immer länger. Ja. Anscheinend kann man nicht immer seinen Apfel in Ruhe aufessen. Es sind immer mehr Leute rausgekommen. Wurde auch wahrscheinlich zu warm im Auto einfach. Aber es geht anscheinend weiter. Danach ging es dann aber ohne Probleme weiter. Zum Glück, denn bis nach Hause waren es noch über 700 Kilometer. Das hier geradezu ist übrigens die Zugspitze und danach ging es über die Grenze nach Deutschland und dann über zahlreiche Autobahnkilometer bis nach Hause.